Yo, na, wie geht's euch so? Wir machen ja weiter heute mit Mario Kart. Ich freue mich schon drauf. Und wir spielen Luigi. Das ist komisch. Irgendwie, dieser Randomizer wählt in letzter Zeit nur noch Todd, Wario oder Luigi für uns aus. Alle anderen Charaktere existieren praktisch gar nicht mehr, habe ich den Eindruck. So, wir spielen Luigi hier. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass wir diesen Cup schon mal mit Luigi gespielt haben. Ich glaube sogar das letzte Mal. Als wir die Münzen. Ne, nicht Münzen. Als wir es normal gespielt haben. Ohne Münzen-Challenge. Ich glaube, ich habe mal hier auch Luigi gehabt. Weil ich irgendwie gesagt habe, ey Mann, ich spiele mit Luigi auf Luigi-Strecke oder irgendwie sowas. Also, ja. Gedächtnis sagt auf jeden Fall, da war irgendwas. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder ein bisschen einfinden und ich muss Geld sammeln. Das ist ja das, warum. Ist nicht umsonst heißt der Part ja Münz-Challenge, Münzen-Challenge. Und ich habe meiner Meinung nach noch nicht sehr viel Geld gesammelt, aber wir arbeiten dran. Das Problem gerade ist, dass diese ganzen anderen Characters mir gerade voll im Weg immer sind. Und da, zack, Münze weg. Danke, Mario. Zack, noch eine Münze weg. Danke, Mario. Das ist das Problem momentan. Die rauben mich aus. Was natürlich nicht ganz fair ist, weil die Computergegner überhaupt nicht so aus dem Münzensystem haben. Okay, danke, Todd, fürs Item klauen. Oh oh, nicht auf mich, bitte. Damit kann ich leben. Oh, wunderbar, die habe ich alle bekommen. Oh, da habe ich auch einige bekommen. Oh, ich dachte gerade, ich würde in die Pfütze reinrasen. Bin ich aber gar nicht. Okay, wir haben Mario erwischt. Das freut mich. Das hat mich sowieso mal ein bisschen gestört gerade. Todd, du Ratte. Was? Was hat mich jetzt getroffen? Ich habe nicht mal gesehen, was mich erwischt hat. Okay. Nein, Mario. So, wir sind jetzt Vierter. Wir haben wenig Geld im Vergleich zu das, was wir gerade eben hatten, weil wir uns zweimal treffen lassen mussten. Geht bitte. Okay. Rette mich, Stern. Leider das Geld nicht mehr bekommen, aber hey, Platz 1 gesammelt. 28 Münzen ist okay. Wow, immer 32 Sekunden. Das ist krass. 32. Nee, Quatsch. Wie viel hat 28 Münzen oder was? Ist okay. Aber hätte viel besser ausgehen können. Also allein schon, dass ich da zweimal mich da hab treffen lassen. Ich weiß auch gar nicht, wo der zweite Treffer herkam, aber im Video sieht man das bestimmt. Auf jeden Fall heißt das, wir müssen uns immer noch weiter Mühe geben. So, jetzt haben wir schon den Pieper-Warnungsdings hier. So schlimm ist das schon. So, einmal hier hin, dann da, dann hier einmal rum. Hier sammeln, da sammeln. Wo kann man noch sammeln? Geht bitte. Oh, Yoshi, geht bitte mal alle gepflegt weg. Ja. Okay, ja gut, jetzt kann ich vergessen, den roten Panzer. Hier, jetzt kann ich ihn einsetzen. Schön auf Wario. Zack, nochmal. Zack, hier einen hinlegen. Fuck, wieso hast du schon wieder einen Stern? Was ist mit dir? Oh, da liegt Geld und ich konnte es nicht sammeln. Oh, da lag noch mehr Geld. Und ich konnte es nicht sammeln. Okay. Hier lag auch noch Geld und ich konnte nur wenig davon sammeln. Okay, ich muss mich mehr aufs Geld sammeln fokussieren irgendwie. Ich habe den Eindruck, das mache ich nicht gut genug. Hier zum Beispiel. Yeah. Hier ein bisschen langsamer, damit ich das auch gut kriege. Okay. 33 ist doch in Ordnung. Ich meine, vielleicht schaffe ich es ja noch mehr zu sammeln jetzt. Na gut, hätte besser ausgehen können. Aber hey, meine eine Münze. Hier noch ein bisschen. Hi, Todd. So, du bist jetzt vor mir, nur weil ich extra Umwege hier fahre, um ein bisschen Geld zu sammeln. Ich hoffe, ihr wisst das. Und mit ihr meine ich hier Computergegner. Ne, du nicht, Wario. Okay, du doch, Wario. Okay, komm. Machen wir uns. Oh nein! Oh nein! Wir dürfen die Strecke normal fahren. Wow! Unsere erste Niederlage in diesem Spiel. Und zwar aus wirklich dem dämlichsten Grund, den es geben könnte. Ich wäre, wie viel? Zweiter oder Dritter geworden? So, unten links, rechts haben wir unsere Leben. Wenn die aufgebraucht sind, ist der Cup verloren. Das ist schockierend, dass es gerade so weit gekommen ist, muss ich irgendwie sagen. Also, das hätte echt nicht passieren müssen. Und nicht passieren dürfen vor allem. Also, das war jetzt echt selten, dem ich gleich da runterfallen musste. Okay, ja, kein Item und Geld abgeknüpft, ja. Wow, okay. So ist es drum. Hier, schönes Item, ja. Ich weiß gar nicht, wer mich hier gerade am meisten anpisst, um ehrlich zu sein. Vor allem, ich war Erster und bin am Ende
nur abgekackt, weil ich wirklich noch ein bisschen langsamer gefahren bin, um Geld zu sammeln. Und das wird direkt mit dem Versagen bestraft. Also was ist das denn bitte? Ja, schade. Ich habe gehofft, dass er genau in der Sekunde ausgeht, aber er ist genau danach. Er ist ausgegangen. Yoshi! 3 Münzen! Yoshi. Scheiße! Okay, das nochmal 2 Münzen weg. Okay. Und 5. Platz auch noch. Ich glaube, das ist das letzte Mario Kart Spiel, was ein, wenn man 5. oder schlechter wird, das den Cup nochmal, nicht den Cup, aber die Strecke nochmal fahren lässt. Ich glaube, ab Mario Kart Double Dash wurde das abgeschafft, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder ich liege falsch und es weiß ab Mario Kart DS, aber ich glaube schon, dass es Mario Kart Double Dash war. Was ja auch, was ich eigentlich auch besser finde, weil das ein bisschen realistischer ist, ne? Weil ich meine, wir fahren einen Cup. Man kann ja nicht, ich finde das nicht okay, dass man so bestraft wird, sag ich mal, nicht erfolgreich zu sein, dass man nicht mehr mitspielen darf, wisst ihr? So. Immer noch nicht perfekt, aber ein 2. Platz ist auf jeden Fall, kann man, ja, kann man machen. 38 Münzen finde ich, ist für die Umstände sogar sehr gut, die wir uns hier geholt haben. Wie gesagt, es wäre nicht mal schlimm, wenn wir nur 4. werden würden, weil wir die Cups nicht gewinnen müssen, aber leider ist es eben 5. geworden einmal. So, ich denke mal, hier werden wir etwas weniger Probleme haben, vermute ich jetzt mal. Weil die Strecke mir freundlich als die Wolkenstrecke immer erschien. Okay, Mr. Krabbe. Das war jetzt ein bisschen gefährlich. Oh, wo liegt das Geld? Okay, auf beiden Seiten liegt mal Geld. Todd ist das Problem irgendwie gerade. Hinter uns hat Yoshi einen Stern. Okay, Todd. Ah, okay, wir warten noch. Werd mal schön deinen Panzer los. Und da, zack, tschüss. Hoppala, das hätte besser laufen können mit dem Geld. Nicht schlimm. Hier noch eine Stange. Kommen wir mal hier lang. Und, oh yeah. Sieht gut aus, wir haben viel Geld. Und es kommt immer noch eine Runde. Also, die Strecke viel freundlicher als die Wolkenstrecke. Ohne Zweifel. Hier ist auch viel mehr Platz, es ist geräumig. Hier hat man viel mehr Chancen, sich zu entfalten. So, Todd, den lege ich hier noch hier hin, als kleine Überraschung. Damit du mich mal länger in Ruhe lassen kannst. Pilz, okay. Pilz ist... Ja, das hat keiner gesehen. Oh, oh. Oh, abgewehrt. Okay, wunderbar. Das ist gut gelaufen. Wir haben 46 Münzen, das ist richtig gut sogar auf dieser Strecke gerade. Wir haben echt fast die Hälfte der Münz-Challenge. Zack, 47. Gerade in diesem einen, dieser einen Strecke hier gerade geholt. Also ich glaube... Ich glaube, wir haben jetzt 100. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wir hatten erstmal, wie viel hatten wir? 28, jetzt 47 und irgendwie auch nochmal was mit 30. Ich weiß es gerade gar nicht, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, wir können es hier weit aus dem Fenster lehnen. Und das ist wieder eine nicht so nette Strecke, was das Ganze angeht, weil hier sind Shy Guys, die klauen ein Geld. Hier stößt man oft mit anderen Leuten gegeneinander. Und es gibt gar nicht mal so viele Stellen auf der Strecke, wo überhaupt Geld sich zu sammeln lässt. Also sammeln lässt, ja. Ist das überhaupt ein Satz? Hier ist, aber, ja gut, fast nichts geholt hier zum Beispiel. Ja. Okay, hier noch. Okay, hier fahre ich mal da lang vorbei, weil diese ganzen Zelte, die stören ein bisschen. Und ich glaube, das sind auch so Zelte, wenn man die einmal befahren hat, sind sie nicht mehr da. Das heißt, ich hoffe einfach, ein paar Computergegner haben sie jetzt für mich weggeräumt. Für die nächste Runde. So und selbst wenn nicht, ist das nicht mal weiter schlimm. Aber das war jetzt eine Gefahr. Oh Mann, da liegt viel Geld und ich sammle das nicht. Nicht gut. Aber ich müsste jetzt, guck mal, ich habe jetzt 15. Müsste ich schon locker geschafft haben eigentlich. Alles cool. Komm, wir fahren jetzt einfach und lassen den Rest sich von selbst ergeben. Hier eine dicke Kurve. Okay, sieht super aus. Kannst immer noch fassen, dass ich auf der Wolkenstrecke echt verloren habe, das eine Mal.
hatten wir bis jetzt noch gar nicht. Aber hey, muss ja irgendwann ein erstes Mal geben, denke ich mal. Ob das jetzt so schlau war. Wow, das war eine schön gezogene Kurve. Ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt. Spiel. Bitte. Was soll denn das? Ich habe ein dickes Item zum Abwehren da gehabt. Und ich konnte es nicht nutzen. Aber ist ja egal. Wir haben immer noch dick gewonnen. Wir haben sogar den Cup gewonnen. Ja. Ich bin persönlich aber kein Fan von diesem, was die ersten drei Mario Karts gemacht haben. Mit diesem, ja, du hast verloren, jetzt fahr die Strecke nochmal. Du hast Leben. Das ist irgendwie komisch. Das wirkt viel realistischer, wenn man wirklich neutral den Cup fahren kann. Und wenn man gar keine Punkte bekommt, am Ende halt keinen Pokal gewinnt. Aber nicht die letzten Strecken nicht sehen kann, wenn man halt nicht gut genug ist, wisst ihr? Das passiert den anderen ja auch nicht so gesehen, den anderen Mitfahrern. Okay, wir haben 145 mit Abstand. Genug Geld gesammelt, das freut mich. Okay, dann würde ich sagen, das war's für heute. War eine wilde Fahrt. Das erste Mal, dass wir eine Strecke doppelt gefahren sind, ja. Okay, beim nächsten Mal dann die Sternencup-Münzen-Challenge. Bis dahin.